Ja, einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wir kommen zum zweiten Teil unserer kleinen Reise durch die Kunst, durch die Musik der Wiener Klassik. Das Besondere an der Wiener Klassik ist, dass diese Epoche so unglaublich kurz ist. Man könnte so sagen, die Wiener Klassik hat ungefähr so 1770 begonnen und geht so bis 1825. Wobei 1825, das ist schon eigentlich gar keine Wiener Klassik. Man könnte sie noch viel kürzer machen. Man könnte fast sagen, so richtig geht sie so bis 1800, 1810 und so weiter. Und dann beginnt es schon romantisch zu werden. Und manche Stücke von Mozart gelten schon als romantisch. Und der stirbt ja noch vor 1800. Also, das heißt, also diese Zeit ist so 30, 40 Jahre lang. Und das ist nun wirklich extremst kurz, wenn Sie sich das mit Barock-Epoche anschauen. Die Barock-Epoche wird immer so als 150 Jahre gezählt. Und dann die Romantik in der Musik zählt man das auch so von 1800 bis, naja, ich sag mal, bis zum Tod Richard Strauss. Also sind auch 150 Jahre, sind sehr lange Epoche. Und die Wiener Klassik ist nur sehr kurz. So, das ist das eine. Und das zweite ist, in dieser kurzen Zeit, und das macht diese Epoche auch so kompliziert, in dieser kurzen Zeit, meine Damen und Herren, gibt es unglaublich viele Strömungen. Das heißt, das, was ich Ihnen jetzt als puppenhaft dargestellt habe, das von Haydn und auch von Mozart, das ist ganz weit weg von dem, was Beethoven macht, der aber auch noch zur Wiener Klassik gehört. Man kann sagen, dass die Wiener Klassik sich alle 10 Jahre ändert. Eigentlich wie so eine Mode, wie die Mode. Es gibt die 70er, die 80er, die 90er. Und das ist tatsächlich so. Es gibt ganz viel los in diese Wiener Klassik. Was hat es alles auf sich? Was eint diese Epoche? Das ist die Suche nach der Vernunft, das ist also das Vernünftige, die Weltvernunft oder die Vernunft ist also ganz wichtig, das ist das eine. Und das zweite ist auch teilweise Einfachheit, Einfachheit, die vernünftige Einfachheit, auch die ist wichtig. Wobei auch das schert Beethoven schon ein bisschen aus, aber dennoch kann man sich darauf ein bisschen verlassen. Die Einfachheit und die Vernunft. Das ist gewisserweise Wiener Klassik. So, und weil da aber so viele Zwischenzeiten gibt, werde ich mich in diesem Video vor allem der Wiener Klassik so um 1770 bis 1780 und plus Bacek-Fetschte wenden, also sozusagen der Frühformen der Wiener Klassik. Und da haben wir vor allem das Rokoko, die höfische Kunst des Rokokos, für die vor allem Mozart ganz stark steht. Mozart ist ein ganz Komponist, der wirklich ganz stark von der höfischen Kultur des Rokoko herkommt. Und dann auch noch Sturm und Drang. Sturm und Drang ist ein bisschen die Genie-Idee der Wiener Klassik. Ich habe Ihnen ja gesagt, wie kommt der Mensch zum Geistigen. Nun, er kommt vor allem über die Konventionen, das ist die höfische Art. Aber der Mensch kann auch durch Denken kommen. Durch das Benutzen der Vernunft kann der Mensch zum Geistwesen werden, kann zum Geist werden. Und das ist diese Genie-Idee. Er kann zum Genie werden, indem er aus sich selbst, aus der Benutzung seiner eigenen Talente und seiner eigenen Vernunft zum Geist wird. Und dieses Geniewesen, das charakterisiert ein bisschen den Sturm und den Drang, weil das Geniewesen, das sucht natürlich seinen Weg in die Vernunft, so, und zwar seinen individuellen Weg. Also der Sturm und Drang liebt das Individuelle, während der Rokoko so ein bisschen das Höfische mag und die Moden. So, und zu der Mode komme ich jetzt. Ich werde Ihnen jetzt von Mozart 4 Klavierkonzerte anspielen. Und zwar das 16., das 17., das 18. und das 19. Und weil wir natürlich nicht so viel Zeit haben, werde ich Ihnen nur die Anfänge vorspielen und die klingen so. Musik.
das waren vier Anfänge und alle diese Anfänge hatten etwas gemeinsam. Als erstes, sie klingen so ein bisschen konventionell. Sie klingen entweder wirklich Konvention, wie am Anfang. So, das ist wirklich eine Konvention. Das ist eine höfische Konvention. Oder sie sind in einer Art mittleren Erregungsniveau. Also sie reißen einen wirklich nicht von Stühlen. Sie sind nicht sehr langweilig, aber auch nicht sehr spannend. Schauen Sie sich das mal an. Ja, hübsch trifft das ganz gut. Hübsch, mittleres Erregungsniveau. Diese vier Stücke haben aber noch etwas gemeinsam. Das können Sie sich angucken, wenn Sie so ein bisschen dieses Video zurückspulen. Sie werden merken, alle vier Stücke beginnen mit demselben Rhythmus. Und zwar mit dem Rhythmus pam, 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 pam. Dieser Rhythmus war nämlich groß in Mode. Und zwar gerade für Klavierkonzerte oder überhaupt für Konzerte. Konzerte sollten mit Marschrhythmus beginnen, das war eine Mode. Und die zweite Mode, ein Marschrhythmus war besonders modern, nämlich bam, 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 bam. Ja, und Mozart fängt alle diese vier Klavierkonzerte mit diesem Rhythmus an. Können Sie sich also nochmal angucken. Und das wäre in der nächsten Generation, aber auch schon bei Beethoven nicht möglich, dass viele Stücke genauso anfangen mit dem gleichen Rhythmus, nur weil es Mode war. Nein, das würde jeden Romantiker in seine Individualität kränken. Das würde nicht gehen. Und man würde sich aber auch so ein bisschen gefangen vorkommen. Ich werde mich doch nicht nach der Mode richten. Doch, die Mode ist ein zentraler Wert in der Ästhetik, in der höfischen Ästhetik des Rokoko. Und deswegen richten die sich alle nach der Mode. Und glauben Sie, Mozart fühlte sich gefangen in der Mode, weil er das machen musste? Nein, es hat ihm Spaß gemacht. Deswegen, er hat diese vier Stücke nicht modisch angefangen, nur weil es ihm Geld bringt. Er fand es lustig. Er konnte zeigen, er macht vier Stücke und jedes Mal macht er aus diesem Rhythmus etwas ganz anderes. Wissen Sie, alle diese Klavierkonzerte sind im Verlauf sehr individuell. Aber sie beginnen alle mit dem modischen Rhythmus. Und wenn Ihnen das fremd kommt, gebe ich Ihnen noch ein Beispiel. Denken Sie an Karl Lagerfeld, an diesen berühmten Modeschöpfer, der sich nicht zufällig wie ein Adliger aus dem Rokoko stilisierte, ne, mit seinem Zopf hinten. Er wirkte wie ein Adliger aus dem Rokoko und er redete auch wie ein Adliger aus dem Rokoko. Er war nie prätentiös, er sagte nie, oh, ich habe Probleme und so. Nein, das ist alles ganz einfach so. Und was macht Lagerfeld? Lagerfeld hat für Chanel gearbeitet und er hat vor allem mit der Passform aus dem Kostüm von Coco Chanel gearbeitet. Ne? Coco Chanel hat ein spezielles Kostüm entwickelt und mit diesem Kostüm hat die ganze Zeit Lagerfeld gearbeitet. Er hat immer diese Kostümchen entwickelt, immer, jahrelang. Hatte sich beschwert, dass er immer Kostüme entwickeln muss? Nein, es hat ihm Spaß gemacht. Es hat seine Kreativität entflammt. Denn Mode und Konventionen können auch eine Kreativität entflammen. Und das ist bei Mozart genauso. Es hat ihm Spaß gemacht, mit diesem modischen Rhythmus zu arbeiten und zu zeigen, ich kann daraus etwas machen. Wichtig ist also, Mode ist wichtig. Und Mode ist etwas Hochkomplexes, das ist auch wichtig. Mode muss man lesen können. Man muss eine Stilschulung machen. Und Rokoko-Adlige haben eine Stilschulung. Es ist wirklich ein Unterschied, ob sie einen Hut so tragen oder so. Das ist also ganz, ganz wichtig. Und deswegen ist es wichtig, bei der Mode und bei der Musik der Wiener Klassik, dass wir diese Musik von Stofflichkeit her denken. Genauso wie man Mode von Stofflichkeit her denkt. Es gibt verschiedene Stoffe, leichte Stoffe, schwere Stoffe. Die Stoffe können miteinander kombiniert werden. Und ich zeige Ihnen, wie das ein bisschen kombiniert wird. Und zwar alle die Stücke, die ich Ihnen bis jetzt vorgestellt habe, die waren ja im Marsch. Und ein Marsch ist schon Mode. Das ist nämlich eine Uniform, eine Marschuniform. So, und diese Marschuniform im Rokoko hat aber etwas Besonderes. Es ist nämlich keine Uniform, mit der man in den Krieg zieht, sondern es ist eine
präsentiere eine Ausgehuniform. Es gibt eine Erotik der Uniform. Erotik ist wichtig. Die Rokokokunst ist eine zentral erotische Kunst. Und das Besondere an dieser Mode ist, dass man zum Beispiel einen Marsch, also eine Uniform, immer mit kleinen Blümlein schmückt. Oder mit so seidigen Stoffen, mit ein bisschen Goldstoff, aber auch mit rosa Stoff. Oder mit hellblau, mit weiblichen, femininen Stoffen. Das heißt, man feminisiert also diesen Marsch, diese Uniform. Und diese Feminisierung der Uniform ist sozusagen das Spiel mit den Stoffen, das macht die Uniform erotisch. Und das macht Mozart auch. Und das muss man hören, wenn man diese Kunst hört. Und das zeige ich Ihnen an einem Beispiel. Ich spiele Ihnen jetzt mal vor. Aus einer Sinfonie, es ist die 35. die Haffner-Sinfonie, da spiele ich Ihnen den Anfang an und Sie werden hören, das klingt schon sehr marschartig. Ja, also pam, 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 prap, pap, das ist wirklich sehr männlich, ne? Sehr marschartig. Und jetzt spiele ich Ihnen das nochmal vor und werde Ihnen zeigen, wie das plötzlich feminisiert wird. Und was ist feminin in dieser Musik? Der Rhythmus. Pam, 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 pam ist ein männlicher Rhythmus. Und alles, was Sie betont, unbetont haben, ta, da, aber auch ta, da, da, betont, unbetont, pa, da, ba, oder ba, ba, auf ba, ba können Sie Liebe singen. Liebe, betont, unbetont. Alles, was so ist, ist weiblich. Und ich zeige Ihnen hier, wie sofort der männliche Rhythmus mit etwas Weiblichem kombiniert wird, also die Uniform feminisiert wird. Noch einmal von vorne. Liebe. Ja, da hören Sie genau das Spiel mit schweren und leichten Stoffen. Wir machen das jetzt gleich sofort noch einmal. Ich spiele Ihnen ein Beispiel aus einer frühen Klaviersonate, aus der dritten Klaviersonate von Mozart vor. Habe ich es Ihnen angespielt und jetzt hören wir noch einmal hin und wir konzentrieren uns nur auf den allerersten Ton. Ne, so ein Triller. Und wenn Sie sich überlegen, was ist ein Triller? Wie kann man das in eine Stofflichkeit übersetzen? Würde ich sagen, das ist ein ganz feiner, ein seidiger, glänzender Stoff. Oder vielleicht sogar gar nicht glänzend, ein bisschen glänzend, aber vor allem wie Tüll. Oder wie sozusagen wie feinste Seide. So ganz leichter Stoff. Genau das. Flackert so ein bisschen in der Luft. Ne? Und alles hier ist wie Seide. Oder auch wie Schaum. Die Idee des Schaums ist typisch für Rokoko. Und Schaum gehört ja zur unbelebten Natur. Die lieben den Schaum. Also es ist was Leichtes, was Anonymes, wie Schaum, wie ein Duft, wie ein Tüll, wie Seide. Und dazwischen wird es mit schweren Stoffen sozusagen kombiniert. Bam, bam. Das ist plötzlich ein schwerer, männlicher Stoff. Also dieses viele Seiden wird mit anderen Stoffen, mit schweren Stoffen kombiniert. Das hören wir uns nochmal an. Und jetzt männlich. Schwere, bam, bam, schwere Stoffe. Leicht. Was ist das für ein schöner Stoff? Tan, 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 tan. Es glänzt wie ein Glöckchen. Tan, 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 tan.
Und genau dafür muss man ein Gefühl entwickeln. Das ist noch einmal ganz schwer, weil es den meisten Leuten völlig gegen den Strich geht. Sie sind es gewohnt, schwere Inhalte zu hören. Sie gehen zu Kunst wegen Inhalten. Und wissen Sie, das Rokoko hat gesagt, Inhalte sind etwas Prätentiöses. Das ist etwas, was Stoffe beschwert. Sie wollen das Leichte, das Luftige. Kein Wunder, dass der französische Impressionismus so sehr das Rokoko liebte. Auch im französischen Impressionismus werden Sie nie in der Malerei Leute sehen, die sterben oder schwere Inhalte. Nein, die Leute plaudern miteinander oder ein paar Mädchen tanzen Ballett oder Sie sehen irgendwo Blumen oder Leute im Café. Schlichte, einfache Sachen, Düfte, ganz, ganz simple Geschichten, bloß nichts Pathetisches. Und das ist es genauso hier im Rokoko. So, ich zeige Ihnen das noch in einem anderen Beispiel. Ich spiele Ihnen den Anfang von Mozarts Oboenkonzert. Und da konzentrieren wir uns vor allem auf das zweite Thema. Es beginnt gleich mit dem ersten Thema, aber wenn ich die Hand hebe, da konzentrieren Sie sich drauf. Das ist Luft, das ist auskomponierte Luft. Hier sind die Pausen wichtiger als die Seufzer. Pam, Seufzer, Seufzer. Und wenn Sie sich das genauer anhören, das Stück, wenn Sie hören, während die Musik Seufzer macht, hören Sie in den Nebenstimmen da 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 da, wie ein kleines Lüftchen. Lüftchen ist ein wichtiges Stichwort. Rokoko ist die Kunst der windstillen Gärten. Was bedeuten die windstille Gärten? Nun, Sie missverstehen diese Kunst und Rokoko, wenn Sie das Gefühl haben, alle diese Leute sind seelenlose Automaten. Nein, sie sind das Gegenteil davon. Die Rokoko persönlich, Rokoko ist ungefähr die höfische Romantik. So muss man sich das ungefähr vorstellen. Im Barock gibt es nämlich die großen repräsentativen Schlösser. Das ist Barock. Und im Rokoko verlassen die Adligen die repräsentativen Schlösser und ziehen sich zurück in ihre kleinen Jagdschlösser, in ihre kleinen intimen Jagdschlösser. Dort sind sie unter sich und müssen nicht repräsentieren und sie laufen, jetzt vereinfache ich, in diesen windstillen Gärten. So, das heißt, und was machen sie in den windstillen Gärten? Sie haben nichts zu tun. Sie horchen auf ihre Gefühle. Sie beobachten ihre Gefühle. Und sie üben sich in der Stillschulung, in der adligen Stillschulung. Sie üben sich im Fühlen, weil Fühlen, das ist, es gibt nicht so Gefühle wie ein Bauer, ne, wenn der eifersüchtig ist. Dann hat er sein Gefühl nicht im Griff. Aber die Adligen beobachten ihre Gefühle und merken, dass es so etwas gibt wie gemischte Gefühle. Ein gemischtes Gefühl, sie gehen und merken, ah, ich bin ganz froh, aber in meiner Freude mischt sich ein bisschen auch Trauer. Und wenn ich diese Trauer noch nachhorche, merke ich, es gibt da auch so ein bisschen, ein kleines bisschen Neid. Also Trauer, Freude und Neid mischen sich zum Beispiel, das war ein Beispiel, zu einem komplexen Gefühl. Und sowas können Sie aber nur machen, wenn Sie sich auf Ihr Gefühl konzentrieren, wenn Sie auf Ihr Gefühl horchen und nicht, wenn Sie von Ihren Gefühlen fortgerissen werden. Deswegen, es gibt Gefühle, aber es sind verfeinerte Gefühle. Tan, tara, tara, sind Seufzer, ausgesprochen verfeinerte Gefühle. Und das macht diese Musik des Rokoko so toll, diese extreme Verfeinerung. Ich zeige Ihnen das mal an einem Beispiel von Joseph Haydn. Das spiele ich Ihnen vor, da werden Sie auch merken, die Melodien haben ganz viele kleine Pausen dazwischen,
Die Pausen sind mindestens so wichtig wie die Töne. Ja, und hier merkt man, diese Rokoko-Musik geht den Leuten schon wirklich zu Herzen. Das geht einem eher zu Herzen als die spätere Musik. Diese puppenhafte Musik, die kommt 10 Jahre später. Ungefähr die so ab 1780, 1790, da wird, ne, vor allem 1790, da wird die Musik puppenhaftiger, konventioneller, übrigens aber auch noch viel, viel, viel perfekter. Aber die Rokoko-Musik, die geht einem zu Herzen. Die wirkt schon so ein bisschen fast romantisch. So, aber es gibt, wie gesagt, die Form und auch das ist wichtig. Und jetzt möchte ich mit Ihnen eine kleine Hörschulung machen. Wir hören in den Haydn hinein und hören ein bisschen hin. Sie werden die Musik sehr genießen. Ich höre da immer, ich habe immer das Gefühl, dass ich in so windstillen Gärten bin oder auch in einem Raum, der mit Kerzenlicht beleuchtet ist. Und es gibt irgendwann das zweite Thema. Da hebe ich auch die Hand hoch. Und Sie konzentrieren sich bitte auf die Instrumentation und fragen sich, welche Instrumente spielen dieses kleine Stück? Streicher, ne? Und wir hören weiter. Ganz zart. Man spricht ja auch weniger von Melodien, sondern von Figuren. Dieses Tadam, Tadam sind kleine Ach, Ach, sind kleine Figuren, Seelenfiguren. Ne? So wie auf einem Rokoko-Kleid kleine Rosen. Ne? Das sind genau, das sind diese, ja, das ist sozusagen die kleinen Rosen, die kleinen Blumen auf einem leichten Rokoko-Kleid. Und wir hören weiter und warten, bis wir zum zweiten Thema kommen. Wo ist das zweite Thema? Die Musik sucht es. Oder da? Oder da? Jetzt kommt es. Ja, das war das zweite Thema und was haben Sie gehört? Genau an dem zweiten Thema kommen zum ersten Mal die Bläser. So, und das sagt uns jetzt etwas, wie Haydn instrumentiert. Er instrumentiert hier nicht, dass er denkt, ah, jetzt mache ich ein bisschen eine Flöte und dann eine Oboe. Nein, er bleibt in der Instrumentation in der Form. Er fügt die Bläser erst an der Stelle, wo das zweite Thema kommt. Damit verdeutlicht er die Form. Er verdeutlicht, wo das erste Thema ist und wo das zweite Thema ist. Er macht es dem Hörenden leichter und zeigt, wie perfekt und vollkommen die Form ist. Meine Damen und Herren, noch etwas, das ist ganz wichtig, das ist eine Kunst, nicht nur für Adlige, es ist auch eine Kunst für Elite. Denn nur die Elite hatte eine solche Stilschulung. Deswegen ist auch die Wiener Klassik nicht die komplizierteste Kunst, aber sie macht auch unendlich viel Spaß. So, wir machen gleich weiter. Erst einmal danke ich Ihnen.